Was geht? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Wir gucken uns heute an, was ist eigentlich mit Breakout los? Es gibt neue Breakout Challenges. Wir können gerade mal ins Menü reingehen von den Challenges, weil hier gibt es einiges zu holen. Breakout Highlight, du kannst hier über verschiedene Agendas dein Rap-Level verstärken und wenn du alles abgeschlossen hast, ein 90 Plus Premium Pack bekommen. 90 Plus Premium heißt, du kannst eine 90er Plus Karte aus einer Promo bekommen. Wahrscheinlich wird es ein Amethyst sein, aber die Hoffnung stirbt ja letztendlich zuletzt. Und jetzt ist es ja so gewesen, dass wir die letzten 6 Wochen von Season 1 gesagt haben, Breakout lohnt sich nicht, du musst so viele Spiele spielen, du kriegst nicht viele MT pro Spiel und dann sind die Belohnungen am Ende auch irgendwie wack. Und Mose Ballin, der Breakout-Goat, ist dran geblieben und hat mit seiner Community herausgefunden, wie man diesen Modus spielen muss. Jetzt kann es natürlich sein, die Methode ist rausgekommen, 2K will nicht, dass die Leute zu starke Belohnungen bekommen. Es ist immer noch Glückssache, aber trotzdem, je mehr man sein Glück pusht, desto öfters trifft man dann auch mal. Es kann sein, dass es geändert wird, aber das ist der aktuelle Stand von ja, Samstag, Sonntag. Ich habe es am Montag noch mal geguckt und es hat sich nicht geändert. Wer nochmal bei Mose Ballin nachgucken möchte, das sind alle Infos, die ich euch bringe, sind von Mose Ballin und seiner Community, dann guckt bitte auf seinem Kanal vorbei, sagt ihm, dass hier von mir kommt. Der Typ macht dieses Jahr wieder richtig harten Grind. Einer der besten Mighty Creators dieses Jahr, der wirklich dranbleibt. Und ja, jetzt will ich euch erklären, was dahinter steckt. Für alle diejenigen, die sich das auf Englisch nicht geben möchten, die das von mir hören möchten, was auch immer. Let's go. Wir gehen in Breakout rein und ihr seht schon, ich habe hier ein Portal, zwei Portal, drei Portal und vier Portals, wenn ich hier dieses Spiel noch spielen würde. Okay, an dieser Stelle muss ich kurz mal unterbrechen und aus dem Bearbeitungsprogramm im Nachhinein was erklären. Ihr geht, wenn ihr auswählt, wenn ihr das neue Brett bekommt und neu auswählen könnt, was ihr spielen möchtet, dann geht ihr bitte auf alle Spielmodi, geht nicht nur auf Triple Threat und geht nicht nur auf Clutch Time. Ihr wollt auf alle Modi gehen und dann könnt ihr bei der Schwierigkeit entweder Rookie oder Semi-Pro eingeben. Es ist egal, was für eine Schwierigkeitsstufe ihr auswählt für die Belohnung. Das kommt nur darauf hinaus, wie viele Punkte ihr pro Spiel holt. Ihr könnt dann schneller in die Corners gehen, ja, okay. Aber wie gut die Belohnung ist, hängt davon zum jetzigen Stand zumindest nicht ab. Ich spiele alles auf der einfachsten Schwierigkeit. Die Spiele werden am Ende auch nochmal ein bisschen schwieriger. Deswegen startet nicht zu schwer. Rookie oder Semi-Pro. Und jetzt weiter mit dem Video. Und jetzt hat man diesen Modus die ganze Zeit gespielt. Und man dachte sich so, wie kriege ich diese Portale? Weil das sind ja die, wo man angeblich dann, dieses Portal ist jetzt aktiviert, du kannst darüber zu einem speziellen Themenboard mit schwierigeren Spielen und besseren Preisen gelangen. Weil die Preise, die waren ja hier, da waren wir unzufrieden mit. Jetzt können wir bessere Preise bekommen. Wie kriege ich die? Es gibt dahinter eine Regelmäßigkeit. Und es ist kein Zufall, Boards zu bekommen. Und dafür muss man sich einfach auf dem Board schlau verhalten. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss man auch ein bisschen Glück haben. Und warum man ein bisschen Glück haben muss, das werde ich euch gleich sagen. Und zwar ist es so, du startest ja mal mit dem Kreuz hier um die Mitte herum. Und ich hatte dieses Kreuz hier mit Clutch-Time, Zufall, mittlere Aufstellung, Clutch-Time, leichte Aufstellung, Clutch-Time, mittlere Aufstellung und dann hatte ich Triple Threat 2000er Epoche. Und diese Themen, das sind die, wo dann am Ende interessante Packs dabei rauskommen können. Wie jetzt zum Beispiel 2000er-Ära. Wir haben ja 90er-Ära-Packs. Es gibt All-Time als Promo. Es gibt weiß ich nicht, was noch als Promo. Auf jeden Fall achtet mal bitte, wenn ihr spezielle Promos, spezielle Spieler anspielen wollt, auf diese Epochen. Genau, du hast dann hier eine 2000er. Das habe ich mir erstmal freigelassen, weil die Regel hinter den Portalen ist, du bekommst ein Portal zu einem Bereich, wenn du 3 Spiele hintereinander in diesem Bereich gespielt hast. Beispiel. Ich habe hier ein Warp-Portal für Clutch-Time. Das bedeutet, ich habe irgendwo, bevor dieses Portal bei mir aufgetaucht ist, 3-mal hintereinander Clutch-Time gespielt und gewonnen. Ich habe hier ein Portal für Triple Threat. Das bedeutet, ich habe hier irgendwo, irgendwann auf diesem Brett
dreimal hintereinander ein Triple Threat Spiel gespielt und gewonnen. Ich habe hier noch ein Portal, das ist unbekannt. Das werde ich jetzt auch nicht auflösen, weil ich habe mein Portal, was ich jetzt benutzen werde, ja, quasi schon, ich habe mich schon entschieden. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem spielen, weil ich gucken will, was für Belohnungen in den Cornern sind, weil die Belohnung, die alle spielen, das sind diese Pink Diamonds. Man hat auf Twitter gesehen, Leute hatten LeBron James Pink Diamond, Leute hatten D-Rob Pink Diamond. Und das ist das, was man eigentlich, was sich alle wünschen. Was niemand bekommt, aber was alle jagen. Und deswegen suchst du diese speziellen Epochen. Du willst nicht in Triple Threat rein, du willst nicht in Clutch Time rein und du möchtest nicht in irgendein zufälliges Feld. Du möchtest in diese Epoche reingehen, wo der Spieler ist, den du dir wünschst. Und jetzt wäre zum Beispiel ein 2000er Spieler, was könnte ein 2000er Spieler sein? Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal hatte seine Prime in den 2000ern. Oder ein, ich sag jetzt einfach mal, ein Kobe Bryant, auch wenn er, ja doch, Kobe Bryant auch in den 2000ern. Ist keine Kobe Bryant Karte draußen, es wird auch keine kommen, aber das wäre ein Spieler von den 2000ern. Dann muss ich 3 Spiele hintereinander spielen, die dieses 2000er Thema haben. Hier sieht man, huch, da ist ja nochmal ein 2000er Spiel. Und jetzt muss ich das Board so schlau spielen, dass ich erstens nicht so spiele, dass diese Spiele hintereinander, also nicht hintereinander sind. Also wenn ich jetzt das spiele und dann das spiele, dann ist der Lauf unterbrochen und ich kann dieses Portal nicht mehr bekommen. Deswegen muss ich mir die aufheben. Ich habe das dann so gemacht, dass ich das erstmal nicht angefasst habe. Es ist auch immer noch nicht gespielt. Ich habe dann erstmal das gemacht, dann habe ich das gemacht und dann habe ich das gemacht und was auch immer. Und ach, huch, Epoche 2010er. Ich spiele gegen die Thunder in der Epoche 2010. 2010, vielleicht LeBron James. Vielleicht, was weiß ich, Giannis Antetokounmpo. Wenn das noch dreimal irgendwo auf dem Board auftaucht, und das ist die Glückssache an der ganzen Sache, dann kann ich mir diese Spiele aufheben und dann, wenn ich sage, okay, ich will jetzt dieses Portal haben, hintereinander wegspielen. Ich hatte jetzt leider Pech. Gehen wir mal mein Board durch. Innerer Ring. Ich habe 2000er, dann das zähle ich gar nicht mit. Dann habe ich aktuell, Epoche aktuell, da könnte sowas, könnte ich mir sowas vorstellen wie Ja Morant, was auch immer, ne? Also aktuelle Spieler, Pascal Siakam vielleicht noch. Dann habe ich hier wieder was nicht nennenswertes, wieder was nicht nennenswertes, random. Oh, 1980er Epoche, habe ich mir erstmal aufgehoben. So, und dann der äußere Ring. Dann habe ich hier wieder random. Oh, All-Time Pistons habe ich mir aufgehoben. Vielleicht kommt es ja irgendwo noch ein drittes Mal und dann kann ich das durchzocken. Random, random. Aktuell Grizzlies, das ist jetzt schon das zweite Mal aktuell. Dann haben wir wieder All-Time, das zweite Mal All-Time, auch wieder aufgehoben. Das haben wir schon genannt, 10er Thunder. Dann wieder Grizzlies aktuell. So, und das habe ich jetzt dreimal. Und wenn ich mit meinen Portalen oder mit meinen Belohnungen nicht zufrieden bin, dann spiele ich dreimal gegen aktuell, Epoche, aktuell und bekomme dann in irgendeiner von diesen Cornern ein Portal, was zu 100% den Titel, das Thema Epoche aktuell haben wird. Weiter geht's. Random, random, random. Epoche aktuell. Also das ist jetzt schon das vierte Mal. Dann wieder 10er Thunder. Das ist jetzt das zweite Mal. Ich brauche 3. Dann wieder aktuell. Das kommt ehrlich gesagt am häufigsten vor. Dann wieder 2000er Blazers. Auch wieder das zweite Mal. Und dann haben wir hier wieder random. Und das war random. Das heißt, ich habe leider mit diesem Board wirklich Pech gehabt, dass mir diese 2000er Epoche, die 2010er Epoche und vor allem auch die All-Time-Epoche nicht ein drittes Mal angezeigt wurde. Das heißt, ich kann da gar kein Portal für bekommen. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt die aktuelle und bekomme dieses Portal. So, da steht es. Aktuelles Portal. Epoche aktuell. Das werde ich wahrscheinlich spielen. Ich werde jetzt noch hier, wenn das Video fertig ist, dieses Spiel spielen, um zu gucken, was für eine Belohnung in den Cornern kommt. Weil es ist doch so, dass diese Preise manchmal gut genug sind, dass man sagt, okay, ich nehme es mit. Wenn das jetzt hier irgendwie 10.000 MT sind oder irgendein Deluxe-Pack oder der Pink Diamond David Robinson, den ich haben will, dann nehme ich das natürlich mit und gehe nicht nochmal in dieses Portal, weil da fängst du auch wieder von Anfang an und musst dir das Brett wieder erspielen, um deine Belohnung außen abzuholen. Dann müsst ihr für euch abschätzen, dieses Risiko, der Wunsch, die Hoffnung auf diese Belohnung oder eben schnelle Belohnung absahen, nächstes Board starten, wieder neues Board und neue Belohnung.
Wenn du gar nichts Geiles findest, dann spiel bitte alle Spiele durch. Wenn alle Spiele durchgespielt und gewonnen sind, dann öffnet sich hier in der Mitte ein goldenes Portal, was ich jetzt hier einblenden werde. Und dann kommst du auch nochmal auf ein neues Brett, auch wieder mit neuen und besseren Belohnungen. Ich hatte jetzt hier zum Beispiel heute ein Brett mit einer Hall of Fame Plakette und 10.000 MT in der gleichen Corner. Wenn man da Glück hat, kann man da auch richtig was absahen. Es ist so, wie wir am Anfang gesagt haben, es kostet sehr viel Zeit und wenn du Pech hast, bekommst du keine geilen Rewards. Es ist nichts garantiert, aber mit der Methode von Mosballin und seiner Community haben wir etwas, woran wir uns halten können, um die Hoffnung und die Möglichkeit auf gute Belohnung und gute Packs und gute Spieler aufrechtzuerhalten. Und dafür ein ganz, 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 ganz ausdrücklicher Dank an Mo und seine Community, der da wirklich in Breakout sich richtig rein investiert hat, der da seinen Arsch aufgerissen hat und der gesagt hat, ich bin der Breakout-Typ auf YouTube und ey, mit diesem Video, was er am Wochenende rausgebracht hat, hat es sich für ihn ausgezahlt. Riesendienst für die Community, über 10.000 Klicks auf das Video, dazu herzlichen Glückwunsch und ja, hat allen geholfen. Ich habe ihn gefragt, kann ich das Video auf Deutsch bringen? Er hat gesagt, Junge, herzlichen Dank, dass du überhaupt fragst. Viele Leute würden das ja einfach so machen. Und hat gesagt, natürlich, verbreite die Information. Also wie gesagt, wenn ihr euch bedanken wollt, bedankt euch nicht bei mir, bedankt euch bei Mosballin. Link ist in der Videobeschreibung. Der Typ ist mega korrekt. Haben auch schon ein paar Mal gegeneinander gespielt, weil der in Ägypten wohnt und auf dem Euro-Server tatsächlich spielt. Ja, Mann. Lasst da einen Sub da, kommentiert und ja, viel Erfolg bei Breakout. Ich denke, dadurch sind die Karten für diesen Modus neu gemischt. Geil. Ich gehe jetzt in mein aktuelles Board rein und bin gespannt, was da dann in den Cornern kommt. Leute, ich hoffe, es hat geholfen. Wenn dem so war, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal.